Hallo Freedom Trader, willkommen zurück zum nächsten Trainingsvideo hier auf tradingforfreedom.com. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Spaltenlayout der Trader Workstation so anpassen kannst, damit du in deinem Arbeitsbereich die wichtigsten Trading-Funktionen einfach, zeitsparend und fehlerfrei einsetzen kannst. Viel Spaß dabei! Um das Layout der Trader Workstation anpassen zu können, loggen wir uns zunächst mit Benutzername und Passwort ein. Vielen wird dieses Standard-Layout bekannt vorkommen. Im ersten Schritt wählen wir uns für die Premium-Trading-Signale einen neuen Tab aus. Dafür gehen wir hier oben auf das Plus. Dann öffnet sich ein neues Fenster und in diesem Fenster geben wir den Namen ein. Als Bezeichnung schlage ich zum Beispiel Trading for Freedom Forex vor. Des Weiteren müssen wir nichts mehr auswählen und klicken auf OK. Im zweiten Schritt passen wir nun die Tabellenspalten an. Hier. Dafür klicken wir auf das Schraubenschlüsselsymbol in der rechten oberen Ecke, nämlich genau hier, und wählen Configure aus. Damit öffnet sich ein neues Einstellungsfenster. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komplex aus, aber keine Angst, ich führe dich Schritt für Schritt zu den richtigen Einstellungen. Unser Ziel ist es, den Inhalt der Marktdatenspalten, also der hier oben, und der Order-Datenspalten so anzupassen, dass wir die Profi-Order-Funktion einfach und schnell einsetzen können. Dafür passen wir zunächst die Marktdatenspalten an. Den entsprechenden Reiter haben wir hier schon ausgewählt. Links seht ihr nun die angezeigten Spalten, die eben aktuell angezeigt werden. Rechts drüben seht ihr in Kategorien sortiert alle verfügbaren Spalten, die wir uns quasi links anzeigen lassen können, über die Funktion hinzufügen und remove, also entfernen, können wir Spalten quasi von rechts nach links befördern oder von links die aktuell angezeigten rauslöschen. Fangen wir also an, indem wir nicht benötigte Spalten löschen, danach neue Spalten hinzufügen und im letzten Schritt die Spalten in die richtige Reihenfolge bringen. Dafür habe ich als Orientierung eine Vorlage mitgebracht. Löschen wir also Spalten wie Finanzinstrument oder Veränderung, solltest du per Default noch weitere Spalten angezeigt bekommen, die nicht in der Vorlage stehen, einfach über Remove entfernen. Dafür wähle ich Finanzinstrument aus und klicke auf Remove. Gehe auf Veränderung und klicke auf Remove. Die überflüssigen Spalten haben wir damit entfernt. Als nächstes fügen wir nun die Spalten gemäß unserer Vorlage hinzu. Dafür gehen wir auf rechts auf Kontraktbeschreibungen und wählen Symbol aus. Klicken dann auf Hinzufügen. Und wir sehen da, das Symbol ist hier links bei den angezeigten Spalten hinzugefügt worden. Das gleiche wiederholen wir im Bereich Position G und V für Kurswert, realisierter Gewinn und Verlust und unrealisierter Gewinn und Verlust und klicken jeweils auf Hinzufügen. Danach schließen wir die Kategorie wieder und springen zum Höchstwert. Da wählen wir das Volumen aus, hier unten, und klicken auf Hinzufügen. Nun sollten wir alle Spalten ausgewählt haben, die auch sich in unserer Vorlage befinden. Danach bringen wir die angezeigten Spalten noch in die richtige Reihenfolge. Als Orientierung dient wieder unsere Vorlage hier. Das heißt, wir gehen auf Last und klicken hier auf diesen Pfeil und bringen die angezeigte Spalte an die zweite Stelle. Danach nehmen wir
wählen wir Veränderungen Prozent aus und gehen über die Pfeiltaste hier wieder und bringen diese angezeigte Spalte an die dritte Stelle. Danach wählen wir das Volumen hier an letzter Stelle und klicken so lange, bis es an vierter Stelle steht. Geldkursvolumen, Geldkurs, Briefkurs und Briefkursvolumen können wir lassen. Als nächstes bringen wir den Durchschnittskurs um eine Position nach oben. Position passt. Den Kurswert bringen wir hier mit dem Pfeil nach unten an letzte Stelle. Danach haben wir Tagesgewinn und Verlust, unrealisierter und realisierter Gewinn und Verlust. Damit haben wir alles so in die Reihenfolge gebracht, wie in unserer Vorlage angezeigt. Um nun die eingestellten Änderungen zu speichern, klicken wir unten auf Übernehmen. Hier. Das Ergebnis dieser Veränderung könnt ihr überprüfen, indem ihr euch schon mal die Spalten oben anschaut. Wie hier das Symbol Last, Veränderung in Prozent, Volumen, Geldkursvolumen, Geldkurs etc. Also sprich der obere Teil, nämlich der Marktdatenteil, sollte sich entsprechend unserer Einstellung verändert haben. Um den unteren Teil, wie Konto, Aktion, Menge, Barmenge etc., kümmern wir uns jetzt. Dafür wählen wir den Reiter Orderspalten aus. Wir klicken also hier auf Orderspalten. Anschließend führen wir die gleichen Schritte wie bei der Anpassung der Marktdatenspalten durch. Das heißt, erstens, überflüssige Orderspalten werden entfernt, zweitens, benötigte Orderspalten werden hinzugefügt und drittens, Orderspalten werden in die richtige Reihenfolge gebracht. Löschen wir also Spalten wie Konto, wie Barmenge, den Ausführungskurs, übermitteln und cancel. Um jetzt nun die fehlenden Anzeigenspalten auszuwählen und hinzuzufügen, gehen wir in den rechten Bereich und öffnen die Kategorie Adjustable Stop. Dort wählen wir einerseits den Auslösekurs und gehen auf Hinzufügen. Dann den angepassten Stoppkurs auf Hinzufügen und den anpassenden Ordertyp und gehen auf Hinzufügen. Die letzte angezeigte Spalte, die noch fehlt, ist die OCO-Gruppe oder OCA-Gruppe. Die finden wir etwas versteckt im Bereich Order-Attribute. Wir klicken drauf und falls ihr die etwas heller markierten Zeilen und Spalten nicht angezeigt bekommt, dann müsste bei euch unten ein kleiner Pfeil sein. Da habe ich vorhin jetzt schon drauf gedrückt. Wenn ihr den Pfeil wählt, dann werden diese versteckten Order-Attribute auch angezeigt und dann könnt ihr auch diese OCA-Gruppe wie hier auswählen und links zu den angezeigten Spalten hinzufügen. Zuletzt bringen wir die Orderdatenspalten noch in die richtige Reihenfolge. Die Orderdatenvorlage dient hierfür als Orientierung. Zunächst klicken wir auf Gültigkeitsdauer und bringen diese an zweite Stelle. Danach klicken wir auf Routing-Ziel und bringen diese Spalte an letzte Stelle. Über die Pfeil nach unten Taste. Und zu guter Letzt wählen wir den angepassten Stoppkurs aus und bringen ihn eine Position nach oben. Damit sollten nun die angezeigten Spalten mit der Vorlage übereinstimmen. Um diese Änderungen nun im letzten Schritt zu speichern, bewegen wir unseren Cursor auf Übernehmen hier unten, klicken drauf und damit sollten unsere Änderungen auch oben in den Spalten zu sehen sein. Werfen wir also einen Blick nach oben, dann sehen wir hier die Gültigkeitsdauer unten im unteren Teil der Spaltendarstellung, die Aktion, die Menge, der Typ,
Limitkurs, der Status und so weiter entsprechend unserer Reihenfolge, wie hier eben eingestellt. Klicken auf OK und damit ist die Marktdaten- und Orderdatenspaltenbelegung abgeschlossen.